Jan Antamatta, du hast mit deiner Firma Frameform die visuelle Bühnenshow für die neue DJ Bobo Tour realisiert. Was kann man sich darunter vorstellen? Also der DJ Bobo hat im Prinzip eine weiße Bühne, ein weißes Bühnenbild und wird ja via Projektion die würde zum Leben erwecken und verschiedene Welten darauf projizieren. Also die Ziehe, die ihr jetzt macht, ist nicht die erste Show, die du mit dem DJ Bobo zusammen schaffst. Nein, das ist jetzt schon die dritte Tour eigentlich. Kannst du dir selber Ideen einbringen oder tust du einfach das umsetzen, was der DJ Bobo von dir verlangt? Es gibt also eine gewisse Vorplanung, die sie selber machen. Sie sich so ungefähr auf einmal überlegen, was sie wollen. Und nachher aber an einem gewissen Zeitpunkt können wir drehen und können unsere Inputs einbringen. Und am Schluss also gestaltet, dass es wir nachher eigentlich schon selbstständig. Welche Themen sind diesmal in der Tour vom DJ Bobo präsent? Das ist, die Bühne ist einmal ein Weltraumhangar, einmal ein Haus im viktorianischen Stil, in New Orleans, einmal ein Urwald. Die Bühne nimmt sehr viele verschiedene Formen an. Was kann man sich unter Videomapping genau vorstellen? Also im Prinzip ist das eine Bespielung mit Video von einem dreidimensionalen Objekt. Das kann ein Gebäude sein, das kann eine Bühne sein. Und da gibt es einfach geometrische Formen, die vorgegeben sind durch das Objekt selber. Und darauf wird nachher präzise Videocontent gespielt. Was war für dich die größte Herausforderung, die Show vom DJ Bobo umzusetzen? Also zuerst einmal sieht man, dass das Live auf der Bühne alles anders wirkt als am Computer. Und man muss mit viel mehr Kontrast arbeiten, weil man hat natürlich noch Licht, wo einer zur Show kehrt und das sieht wirklich knallig rauskommt, muss man ganz anders arbeiten, als wenn man jetzt für ein Video schuster würde arbeiten. Und das müssen wir zuerst alles lernen und tricken und anlügen und nachher unter Hochdruck nochmal anpassen. Und das war am Anfang sehr intensiv gewesen, aber mittlerweile sind wir richtig gespielt.